In diesem Video wollen wir uns mit einigen Energiekennzahlen der Photovoltaik beschäftigen, um den Ertrag einer Photovoltaikanlage mit wenigen Parametern abschätzen zu können. Das heißt also, wie lässt sich die Qualität, wie lässt sich die Performance einer Photovoltaikanlage bewerten? Also Energiekennzahlen. Die erste Größe, trivial, ist natürlich die Energie oder der Energieertrag der Photovoltaikanlage, also die Menge an elektrischer Energie, die die Photovoltaikanlage produziert, abgekürzt mit E und gemessen in Kilowattstunden, beziehungsweise natürlich dann in Megawattstunden oder natürlich Gigawattstunden. Als zweites haben wir die Nennleistung der Photovoltaikanlage, P, die gemessen wird in Kilowatt und dann, das ist in der Photovoltaikbranche üblich, die Ergänzung P bekommt für Peak. Das hängt damit zusammen, dass die angegebene Nennleistung oder Peakleistung eines Solarmoduls nur unter den Standardtestbedingungen, also unter STC, gilt, die aber so unter Normalbedingungen eigentlich nie anzutreffen sind. Das heißt, die Nennleistung gibt quasi eine Art der Idealleistung vor, und um das wieder zu spiegeln, ergänzt man in der Photovoltaik gerne oder in der Regel das kleine P bei der Leistung, also Kilowatt Peak. Die erste Größe, die sich daraus ableiten lässt, das ist der spezifische Ertrag. Spezifischer Ertrag, abgekürzt typischerweise mit dem Buchstaben Y, das ist das Verhältnis der Energie zur installierten Nennleistung. Das heißt, die Einheit, die sich daraus ergibt, ist Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Das ist, wie man natürlich sofort sieht, eine bekannte Energiekennzahl. Das sind die Volllaststunden oder Vollbenutzungsstunden, Volllaststunden. Im Englischen auch Full Load Hours. Das heißt also, die Einheit TF für die Volllaststunden hat mit der englischen Abkürzung TF, E durch P, mit der Einheit natürlich Stunde oder Sekunde. Meistens nutzt man die Stunde als Einheit in der Energiebranche, sodass wir also hier den spezifischen Ertrag gleichsetzen können mit der Definition der Vollerstunden. In der Photovoltaikbranche ist es eigentlich üblich, vom spezifischen Ertrag einer Photovoltaikanlage zu sprechen und nicht von den Volllaststunden. Über diesen spezifischen Ertrag lassen sich nun verschiedene Photovoltaikanlagen schon miteinander vergleichen. Dadurch, dass eine Normierung des Energieertrags auf die Nennleistung erfolgt, bei Anlagen, die in gleichen klimatischen Regionen stehen, also zum Beispiel in Regionen innerhalb Deutschlands, mit einer gleichen Ausrichtung und Neigung oder ähnlichen Ausrichtung und Neigung nach Süden zum Beispiel mit einer Dachneigung von 30 Grad, können die Erträge und die spezifischen Erträge dieser Photovoltaikanlagen verglichen werden. Schwierig wird es natürlich, wenn man Anlagen in Mitteleuropa mit Photovoltaikanlagen in Afrika vergleichen möchte oder in Südamerika, dadurch, dass die Einstrahlungsverhältnisse in diesen Regionen deutlich besser sind, wir deutlich höhere Strahlungsintensitäten haben über längere Zeiträume, resultiert daraus ein höherer spezifischer Ertrag, der bis zu 2,5 Mal größer sein kann als der spezifische Ertrag in Deutschland. Typische Werte, die wir in Deutschland haben, also typischer Wert, typischer spezifischer Ertrag in Mitteleuropa oder halt in Deutschland, das sind so ungefähr 1000 Volllaststunden oder 1000 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Das ist eine Zahl, die man sich eigentlich ganz gut merken kann in der Photovoltaik. Auf der rechten Seite ist dann einmal dargestellt auf der Karte der typische spezifische Ertrag in Deutschland. Man sieht, die roten Farben stehen für hohe Erträge, insbesondere natürlich im südlichen Teil Deutschlands mit rund 1100 oder über 1100 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak, währenddessen wir im nordwestlichen Teil Deutschlands Erträge haben im Bereich von 1000 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Das sind jetzt Daten für das Jahr 2019.
19. Diese Verteilung, diese typische Süd-Nord-Verteilung, das ist typisch für Deutschland. An sich aber die Erträge selber, die spezifischen Erträge selber hängen natürlich dann von den Jahresstrahlungssummen ab, die wir haben, das heißt von den Wetterbedingungen, die übers Jahr vorgeherrscht haben. Wenn man sich nun anguckt, wie die spezifischen Erträge in Deutschland aussehen über den Jahresverlauf, das heißt also nicht nur als Jahreswert, sondern als Monatswert, was bekommen wir da? Also wenn wir dann hier einmal den spezifischen Ertrag auf die Y-Achse und dann den über die Zeit das Auftragen, dann bekommt man typischerweise einen solchen Verlauf, dass also in den Sommermonaten natürlich deutlich größere Erträge zu erwarten sind im Bereich von, naja, das sind so, ich sag mal, 150 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak, das können auch mal mehr sein. Also sind auch über 170 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak in den Sommermonaten möglich. Das heißt, hier sind wir also im Juni, Juli, August. Währenddessen wir dann in den Wintermonaten, Januar, Februar oder auch November, Dezember, da haben wir dann deutlich niedrigere Werte. Da liegen wir dann in Deutschland so im Bereich von, naja, sagen wir mal 10 oder 20. Das ist hier nicht deutlich zu erkennen. Machen wir es nochmal ein bisschen klarer hier mit einem etwas steileren Verlauf. Also hier landen wir dann ungefähr bei, naja, sagen wir mal 20 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Also deutlich geringere Werte, bedingt natürlich durch die kürzere Sonnenscheindauer, höheres R-Maß, mehr Diffusstrahlung, weniger Direktstrahlung, sodass wir in den Wintermonaten deutlich geringere Strahlungswerte haben. In Summe ergeben sich daraus dann die 1000 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak. In anderen Regionen der Welt sieht es natürlich anders aus. Also wenn man sich das mal anguckt in den Kalifornien, also im südlichen Teil der USA, erreichen wir natürlich ganz andere Werte. Da liegt dann der Jahresertrag in Kalifornien im Bereich von, naja, knapp 2000 Vollerstunden. Sodass natürlich auch die Absolutwerte pro Monat deutlich größer sind. Sind wir auf der südlichen Halbkugel, dreht sich dieses Bild einmal um. Das heißt, auf der südlichen Halbkugel sieht die Kurve dann eher so aus. Ja, dadurch, dass wir im Januar, Februar dann die Sommermonate haben und dann im Juli, August im Winter sind. Das wäre jetzt so eine Kurve in Chile zum Beispiel oder in Australien, einmal mit deutlich höheren Absolutwerten und etwas höheren Jahressummen, die sich daraus natürlich ergeben. Möchte man nun noch flexibler sein in dem Vergleich der Qualität von Photovoltaikanlagen, der Performance von Photovoltaikanlagen, muss noch berücksichtigt werden, wie groß die Einstrahlung ist. Damit lassen sich dann auch Effekte wie Ausrichtung und Neigung oder Standort eliminieren. Hierzu gibt es dann die Definition der Performance Ratio. Performance Ratio als weitere Energiekennzahl, die eigentlich nur Anwendung in der Photovoltaikbranche findet. Die Performance Ratio ist zunächst einmal definiert als Verhältnis der Energieproduktion bezogen auf die Einstrahlung in die Modulebene, also das GM, das ist die solare Einstrahlungsenergie in die geneigte Modulebene. Dieser Wert wird multipliziert mit der Modulfläche und dem Modulwirkungsgrad. Diese Gleichung lässt sich jetzt noch etwas umformen, in eine etwas handlicheres, in eine etwas handlichere Form. Was können wir machen? Wir haben schon angesehen, wie der Wirkungsgrad einer Photovoltaikanlage oder eines Moduls ist. Das ist also die Leistung, die wir bekommen, bezogen auf die Leistung unter optimalen oder den STC-Bedingungen. Das heißt also, das lässt sich hier umformen, das ist die Leistung bezogen auf die Fläche des Moduls multipliziert mit den 1000 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung unter STC. Das heißt, also wir bekommen dann hier, das können wir auch anders schreiben, das ist P durch A mal 1
Kilowatt pro Quadratmeter einstrahlen. Das können wir nun in unsere Gleichung für die Performance Ratio einsetzen, haben also hier stehen, die Performance Ratio ist also die Energie dividiert durch die Einstrahlung, multipliziert mal der Fläche und dann setzen wir das Eta ein, bekommen also P durch mal 1 Kilowatt pro Quadratmeter. Und diese Gleichung können wir nun umformen, das heißt, was bekommen wir? Dieser Vorfaktor, den schreiben wir mal an den Anfang unserer Gleichung, mal, naja, wenn wir das dann sortieren, die Fläche kürzt sich raus, wir bekommen dann als Gleichung E dividiert durch die Einstellung in die Modulebene multipliziert mit der Leistung. Das sortieren wir noch ein bisschen um, haben also weiterhin den Vorfaktor, E dividiert durch P durch GM. Und diese Größe hier, die kennen wir, die haben wir gerade definiert. Das ist gerade unser spezifischer Ertrag. Das heißt also, für unsere Performance Ratio bekommen wir damit 1 Kilowatt pro Quadratmeter mal, und dann haben wir das Verhältnis aus dem spezifischen Ertrag bezogen auf die Einstrahlung in die Modulebene mit dem spezifischen Ertrag als Verhältnis der Energie bezogen auf die Nennleistung. Das heißt, diese Gleichung kann man sich eigentlich ganz gut merken, die wir nun hier abgeleitet haben. Typischerweise, was man macht, ist, man schreibt die Performance Ratio einfach als Verhältnis des spezifischen Ertrags durch die Einstrahlung und muss natürlich dann berücksichtigen, dass wir halt diesen Faktor hier vernachlässigt haben. Das heißt, dieser Faktor 1 Kilowatt pro Quadratmeter, der uns die Einheiten korrigiert, denn die Performance Ratio ist eine einheitenlose Größe, das ist einfach nur eine Zahl, so eine Art, oder spiegelt den Wirkungsgrad der Solaranlage wieder. Und dieser Gleichung hier unten ist deutlich handlicher, sich zu merken, als Verhältnis spezifischer Ertrag durch die Einstrahlung in die Modulebene, erweitert um diesen Korrekturfaktor, der uns die Einheit dann korrigiert, denn die Einheit, die sich hieraus ergibt, das ist natürlich keine Zahl. Deswegen muss man diesen Einheitenkorrekturfaktor noch berücksichtigen. Die Performance Ratio ist im ersten Schritt als Jahreskennzahl definiert. Das heißt, man betrachtet den Jahresenergieertrag bezogen auf die Jahreseinstrahlung. Für Regionen in Mitteleuropa ist die Performance Ratio von modernen Anlagen ungefähr 85%. Das heißt, mit der Kennzahl lässt sich nun der Energieertrag ermitteln, wenn man die Strahlung an einem Standort kennt, die Jahreseinstrahlung, und über die Gleichung, dass der Energieertrag gleich der Performance Ratio mal der Nennleistung mal der Einstrahlung in die Modulebene ist, unter Berücksichtigung des Korrekturfaktors, haben wir damit dann also, wenn wir noch dazu nehmen, also 1 Kilowatt pro Quadratmeter zur Einheitenkorrektur, lässt sich aus der Jahresstrahlungsenergie, die man nachschlagen kann, lässt sich der Energieertrag einer Photovoltaikanlage ermitteln. Was man typischerweise natürlich hat, ist jetzt nicht die Strahlung in die geneigte Ebene, sondern man kennt die Einstrahlung in die horizontale. Wir wollen uns mal ein Beispiel angucken, wie eine solche Rechnung funktioniert, wenn man jetzt die Strahlungsenergie der Sonne in die Horizontale kennt und daraus dann aber den Energieertrag einer Photovoltaikanlage abschätzen möchte. Schauen wir uns hierzu ein Beispiel an. Was wir brauchen, ist die Umrechnung der Einstrahlung von der Horizontale in die geneigte Ebene. Das heißt, was wir jetzt hier haben auf diesem Diagramm, ist die Ausrichtung auf der X-Achse und dann die Neigung der Module und dann den Strahlungsgewinnfaktor bezogen auf die Horizontale. In diesem hellgrünen Bereich sind wir in einer Region von 10 bis 15% über dem Wert der Horizontalen. Das heißt, also machen wir folgendes Beispiel. Wir haben also eine Nennleistung der Photovoltaikanlage von 10 Kilowatt Peak und wollen uns nehmen wir mal an, die horizontale Strahlung sind 1100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und wollen uns jetzt eine Anlage überlegen, die eine Ausrichtung von 180 Grad hat und eine Neigung von 30 Grad. Das heißt also, wo liegen wir bei dieser Anlage? Wir sind also dann genau an diesem Punkt hier
In der Mitte, wir sind also bei jetzt in dem Fall bei 10% höherem Ertrag im Verhältnis zur Einstrahlung in die Horizontale. Das heißt, der Faktor, den wir hier haben, ist also 1,1. Damit lässt sich jetzt also der Ertrag berechnen oder die Einstrahlung berechnen in die Modulebene. Das heißt, unser GM sind also 1100 Kilowattstunden pro Quadratmeter mal diesem Gewinnfaktor von 1,1. Das ergibt also dann eine Strahlung von 1210 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Wenn wir nun mit der Performance Ratio von 85% rechnen, lässt sich daraus der spezifische Ertrag ermitteln. Der spezifische Ertrag ist ja die Performance Ratio multipliziert mit der Einstrahlung in die Modulebene. Das heißt also, wir bekommen jetzt in diesem Fall einen spezifischen Ertrag von, das sind also 1028,5 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Das wären also die Vollerstunden, das ist etwas mehr als diese 1000 Vollerstunden, die wir bei Photovoltaikanlagen in Deutschland erwarten können. Naja, und daraus ergibt sich dann entsprechend unser Energieertrag E. Das ist ja dann einfach die Multiplikation des spezifischen Ertrags mit der Nennleistung. Das sind dann also 10.285 Kilowattstunden. Das ist also der Energieertrag dieser Photovoltaikanlage, die wir uns jetzt gerade überlegt haben. Und so lassen sich dann auch entsprechend andere Erträge abschätzen auf sehr schnellem Wege, indem man diese Performance Ratio von 85, das ist so ein typischer Kennwert, den man in Mitteleuropa erwarten kann. Das heißt, wenn wir jetzt eine Anlage haben, die nach Osten ausgerichtet ist mit einer Neigung von 30 Grad, das heißt, wir wären dann hier auf diesem Punkt, das heißt, das Hausdach ist dann nach Osten ausgerichtet. Entsprechend, das hätten wir natürlich dann auch bei der Westausrichtung. Dort ergibt sich dann entsprechend und wir sind dann in einem Bereich, ja, das entspricht ungefähr 95%, also 0,95 als Faktor bezogen auf die Horizontale. Das heißt, in diesem Fall, wenn wir mal mit dem roten, in der roten Farbe weitermachen, also das GM wäre damit also 1100 Kilowattstunden pro Quadratmeter mal 0,95 als Strahlungsgewinnfaktor. Oder Verlustfaktor, das heißt, wir verlieren etwas, landen dann also bei 1045 Kilowattstunden pro Quadratmeter und erhalten daraus dann einen spezifischen Ertrag, da wir das in diesem Wert jetzt nochmal mit 85 multiplizieren müssen, von 888 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak, also natürlich deutlich kleiner, der Energieertrag in dem Fall, der daraus resultiert, das wären 800, 8 und 8.882,5, wenn wir es ganz genau nehmen, Kilowattstunden. Also hier kommen wir mit 2,5 hin, wenn wir es ganz genau rechnen wollen. Ich denke, die gerundeten Werte reichen vollkommen aus. Was man also sieht, ist, dass die Anlage, die nach Osten ausgerichtet ist, im Vergleich zu der südlichen Anlage hier in Blau, dass sie natürlich einen etwas niedrigeren spezifischen Ertrag hat, um die 900 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak oder 900 Fullerstunden, auch ein typischer Wert, mit dem man sehr schnell dann die Erträge von Photovoltaikanlagen abschätzen und bewerten kann. Zum Schluss wollen wir noch ansehen, wie sich die Performance Ratio im Jahresverlauf verhält. Hier in dem Diagramm dargestellt sind in grün die spezifischen Erträge einer Photovoltaikanlage und dann in blau die zugehörigen Performance Ratio Werte. Was man erkennt, ist dieser typischen Hutverlauf. Das heißt, die Performance Ratio steigt in den Frühjahrsmonaten an, fällt dann leicht ab, steigt dann im Herbst nochmal leicht an und sinkt dann wieder ab. Der Jahresmittelwert liegt bei 85%. Das ist also der Jahreswert. Das ist jetzt nicht der Mittelwert aus diesen Einzelmonatswerten, sondern natürlich die Gesamtenergie des Jahres bezogen auf die Gesamteinstrahlung. Das sind typische Werte, diese Bewegungen, die man dort erkennt über die Monate. Das liegt einfach daran, dass die Performance Ratio nicht konstant ist, sondern noch von mehreren äußeren Faktoren abhängt, unter anderem von der Umgebungstemperatur und der Strahlung, dem Strahlungsprofil. Die Umgebungstemperatur,
führt zu einer höheren oder ändert natürlich auch die Zelltemperatur. Und eine höhere Zelltemperatur führt zu einem geringeren Wirkungsgrad. Das spiegelt die Performance Ratio nur unzureichend wider. Das heißt also bei hohen Temperaturen, das haben wir ja vor allen Dingen in den Sommermonaten, höhere Außentemperaturen, damit höhere Zelltemperaturen, führt das dazu, dass die Performance Ratio leicht sinkt. Der Wirkungsgrad der Gesamtanlage sinkt leicht. In den Frühjahrsmonaten haben wir natürlich haben wir noch kühlere Bedingungen bei schon guten Strahlungsverhältnissen. Das führt dazu, dass der Gesamtwirkungsgrad der Photovoltaikanlage, die Performance Ratio, damit steigt. In den Wintermonaten haben wir halt den Effekt, dass wir nur sehr geringe Einstrahlungswerte haben, viel diffuse Einstrahlung. Auch in diesem Fall sinkt der Wirkungsgrad der Photovoltaikanlage. Das spiegelt sich dann in der entsprechend geringeren Performance Ratio wieder. Das heißt also, bei der Betrachtung der Performance Ratio muss berücksichtigt werden, dass die Performance Ratio zunächst einmal erstmal als Jahreskennzahl definiert ist. Eine unterjährige Betrachtung muss berücksichtigen, dass es dann einen solchen Hutverlauf gibt mit Schwankungen. Auf einer täglichen Basis kann die Performance Ratio noch größeren Schwankungen unterworfen sein. In den Sommermonaten entspricht sie ungefähr dem Monatswert. In den Wintermonaten kann es aber sein, bei extrem ungünstigen Strahlungsverhältnissen, dass die Performance Ratio trotz idealer Bedingungen bei der Photovoltaikanlage, also fehlender Störungen, voller Einspeisekapazität, dass die Performance Ratio in solchen Fällen dann trotzdem auf 40 oder 50% sinkt, weil die Photovoltaikanlage bei sehr diffusen Einstrahlungsverhältnissen starker Bewölkung einfach gar keine größeren Erträge liefern kann. Das heißt also, bei der Performance Ratio sollte man sich idealerweise auf die Jahreswerte konzentrieren, ähnlich wie bei dem spezifischen Ertrag, den auch als Jahreswert bei den Vollerstunden betrachten, um dann diese Kennzahlen zu vergleichen mit Energiekennzahlen anderer Energiesysteme.